Hallo YouTubbies, Folge 23 von Let's Play Star Wars Universe. Ich habe rumgesucht, ich kann ein was noch ausbauen, bevor uns wirklich Titanium fehlt und Durastil. Dafür brauche ich aber wieder das und das und da muss man das und das und da muss man das und das und da muss man, dann muss man irgendwann Silk haben. Den haben wir aber nicht, weil wir nicht genug davon haben. Mein Inventar sieht fürchterlich aus. Diese Silk Fibers da draußen, diesen einen kleinen, da müssen wir ja noch 20 Jahre warten, bis der nächste draus kommt. Hi, Flufflos. Irgendwelche Quests sind nebenbei unerledigt worden, dafür haben wir jetzt noch ein Ei bekommen, dass wir hier auch gleich irgendwo rein in den Inkubator stopfen. Das wollte ich jetzt nicht, geht weg. Ein Muschi-Eck, was immer das jetzt wieder, ist mir völlig egal. Ihr habt nichts mehr zu essen, ist mir egal, könnt ihr sauer sein den ganzen Tag. So. Holz da rein, ist mir egal. Und die auch. Und dann könnten wir noch so ein Silkteil mal hinstellen oder zwei. Damit das wenigstens schneller geht, weil wir werden jetzt den ganzen Quatsch hier mal wegschaffen und Titanium bauen und so. Damit das jetzt wirklich mal vorwärts geht. Sonst drehe ich am Rad. Ah, das ist echt ein bisschen anstrengend auf Dauer. Jetzt ist die Baustation natürlich da oben. Wenn ich nur noch wüsste, welche. Nee, das war's nicht. Also hier brauchen wir Titanium, können wir vergessen. Hier brauchen wir Titanium, können wir vergessen. Hier brauchen wir, achso, die komischen Dings, da müsste ich gleich mal wieder aussortieren. Boah, ist ja... Ist ja ekelhaft. Wow. 23. Vielleicht ein bisschen viel. Okay, okay, ich hab's verstanden. Ihr wollt einen anderen. Okay, hier brauchen wir gar nichts. Der ist voll hoch. Was brauchten wir eigentlich für unsere Solardingsbums? Tungsten, Silikon haben wir. Boah, da muss ich wieder Sandfarm gehen. Das wäre aber noch das geringste Problem. Da hätten wir zumindest schon mal Strom. Titanium brauchen wir gar nicht gucken. Aber wir kennen irgendwelche Colony Deeds, die jetzt kein Mensch braucht und sowas. One-Stun, Spectre und Simonian, Regenschirm, Personal Tracker, Precision Ore Detector wäre vielleicht mal was ganz Cooles. Tungsten und Copper war ja nicht das Problem. Manipulator Modul. Machen wir mal kurz. Was habe ich gesagt? Tungsten und. Nee, den Relocator machen wir sowieso noch. Also Core Fragments, Copper Wire, Tungsten bauen. Du hast die? Titanium, okay. Beides die Dinge, die wir haben. Jetzt haben wir keinen Platz für gar nichts. Also weg damit. Ich hole es mir später ab. Und Copper Wire. Achso, dann müssen wir doch Copper mitnehmen. Weg hier. Ich ziehe den Tal wieder voll. Was machst du da? Egal. Copperwire. Und... Was hatte ich noch gesagt? Relocator. Okay, Hammer. Precision Ore Detector. Tungstenbar. Wieso haben wir keine Tungsten mehr da? Ein bisschen was werden wir ja wohl noch haben, nehme ich an, oder? Es hängt schon ganz gewaltig. Wir sind an dem Punkt, wo ich mal kurz raushalte aus dem Spiel. Haben wir überhaupt gar keinen Tungsten mehr? Das kann ja nur nicht sein, oder? Ich meine, ich halte es nicht für unmöglich, aber... Nein, mir ist der, fehlt der rechte Glaube, oder so nicht. Hier oben? Haben wir das inzwischen schon alles oben? Das kann doch gar nicht sein. Nee, hier ist nichts drin. Gehen wir weg hier. Copper Wire ist auch kein Platz. Aha. Dann das mal kurz alles hier rüber. Das heißt auch. Blendfibers müssen wir auch nicht dabei haben die ganze Zeit. Und das auch nicht. Und das auch nicht. So. Boah, ich bin schon total neben der Rolle. Was wollte ich? Tungstenbars suchen. Hm, genau. Wo immer wir die jetzt wieder zwischengelagert haben. Wahrscheinlich unten in der letzten Folge. Immer noch derselbe Tag in derselben, ich weiß gar nicht, 6., 7., 8. Aufnahme oder so. Das fängt an, anstrengend zu werden. Wirklich nur ein ganz klein wenig. Was hatten wir hier? Rüstung und Dingsbums, ne? Ja. Die Tür können wir zumachen damit. Moon
Windows stellt ja gerade irgendwas her im Hintergrund, ist mir egal. Die Zentrifugendingsbums. Ja, auch, das werden wir auch noch alles rausräumen. Liquid Iron interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Immer schnell schön her. Was ist hier? Nein, ich will kein. Geht ihm auf den Keks. Das können wir auch alles nicht upgraden. Poison, Antidote, zwar schön, aber nein, danke. Ja, zur Not gehen wir tanksten, Dura-Steel und Titanium holen. Das wäre jetzt kein Weltuntergang, muss ich sagen. Wortwörtlich kein Weltuntergang. Müssen wir sowieso alles irgendwann machen. Ich wollte noch was anderes bauen. Ah ja, die komischen Wooden-Dingsbums. Toolstations. Das können wir nämlich, glaube ich, noch ausbauen. Ne? Advanced Processor und Advanced Plastic. Advanced Plastic ist hier irgendwo. Carbondioxid und Silk. Das eine Silk müssten wir uns noch holen. CO2 haben wir unten. Silkfiber. Wie machen wir Silk? An dem Table, den wir auch erst erweitern müssen. Dafür brauchen wir auch Titanium oder das, also unser Spinnrad, glaube ich. Richtig? Denn hier können wir noch keinen Silk machen. Titanium haben wir nicht, ja. Ausgerechnet dafür brauchen wir Titanium, das ist Wahnsinn. Da hätte man eine Zwischenstation mal einrichten können. Worauf suche ich denn jetzt eigentlich? Lass doch mal mich in Ruhe, ja. Egal. Okay, locker bleiben, die Nerven bewahren. Was brauchen wir? Die immer übernimmt, sonst craften wir noch aus Versehen irgendwas. Also, das können wir nicht machen. Das wollen wir noch auf jeden Fall. Da kommen Advanced Processor, Advanced Plastics. Yes. Achso. Advanced Processor bräuchte zwei Silikon Molds. Die können wir gleich machen. Zwei, nicht 120. Schon lang, dass das jetzt genau. Genau. Jetzt brauchen wir Advanced Plastic und Titanium haben wir eh nicht. Das war so nicht, was ich wollte. Advanced Plastic. Advanced Plastake. Das gibt's unten. Zwei davon. Herstellung unbekannt. Dann den ganzen Mist nämlich gleich wegräumen und dann kommen wir uns endlich mal einen neuen Planeten zu suchen. Alien Juice. Oh Gott, wo haben wir den? Im Raumschiff. Jetzt, das hole ich mir jetzt, das Zeug. Wenn wir Alien Juice im Raumschiff haben, dann haben wir nämlich das Ganze wesentlich schneller. Zack. Außerdem kommen wir gleich zwei Plätze weniger, weil ich jetzt mal die Tech-Card in dem Manipulator-Modul weglege. Ne, haben wir ja schon verbraucht. Entschuldigung. Also mit 16.37 Uhr mein Mittagessen ist. Lassen wir das. Irgendwas hier, das wir brauchen? Nein. Ganz Mist können wir eigentlich glatt verkaufen. Das brauchen wir alles nicht. Ah. Smooth Eis nehmen wir mit. Waste Stone Block nehmen wir auch mit. Weil man könnte ja theoretisch irgendwas draus herstellen. Canning Soup. Slime. Jelly Block nehmen wir mit. Slime Soul, und aus denen wollte ich mal was basteln, habe ich mal gesagt, ne? Ursprünglich, ja. Lang ist es her. Vor vielen Monden. Und wir haben leider überhaupt keinen Vorrat an Sand, den wir bräuchten, um Silikon herzustellen. Also wenn wir auf einem Wüstenplaneten abfahren gehen. Was haben wir da unten noch? Dreckskatze. Habe ich lange nicht mehr gesagt. Silk Fiber nehmen wir mit. Dioden braucht. Nehmen wir eine mit. Ich kann aus denen was herstellen.
Boah. Mann, ist das anstrengend. Und noch ein Stück Cappuccino. Also YouTube, ich bin schon der Meinung. Ja, das reicht schon, weil wir weit mehr erreicht haben als im Zutritt. Das ist der Vorteil von Fracking Universe. Ach ja, unsere Dings da hinten können wir auch noch upgraden, ne? Wollte ich nur mal sagen, unser Gewächshaus. Bräuchten wir jetzt noch Tungsten und Empty Bottles. Wenn ich da mal mitbringen kann. Wie viel? Viermal Tungsten, zwei. Achso, wir haben ja eh keinen Tungsten mehr. Zwei Empty Bottles. Wo auch immer der verschwunden ist. Muss auch immer gleich mitnehmen, weil Zentrifuge. Achso, wir haben keinen Platz mehr. Weg. Weiter geht's. Ich bräuchte zwei von diesen Bills, wenn wir schneller gehen. Interessiert mich jetzt auch nicht unbedingt. Das auch nicht. Den will auch nehmen. Nehmen wir mit. Frag mich bitte nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Und das weiß ich genauso wenig, warum ich das mitnehme. So, für den nächsten Planeten, ne? Ein, zwei Planeten werden wir ja gleich besuchen gehen. Ja, ist gut, jetzt danke, reicht jetzt mal. Mach doch lieber mal sowas hier. Wir warten. Okay, mach dann nicht. Dann eben was anderes. Hatten wir zwar auch schon mal gemacht, aber egal. Den macht er, was auch immer jetzt bei rauskommt. Die hat mir geschenkt bekommen bei irgendeiner Quest. Für immer. Okay, das ist es schon mal nicht wert. Ja, ja. Daraus macht er was, können wir uns dann da nehmen. La 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 la. Müssten wir langsam wieder was essen machen. Reis. Och nö, oder? Okay, das interessiert mich jetzt herzlich wenig. Den Scheiß. Die Blöcke, Schleimblöcke, genau. Mach Schleim, 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 Schleim. Aus dem Kristall hat ein Eiskristall gemacht. Werden wir auch gleich wegschmeißen hier. Machst du aus Cobblestone etwas? Aus fertigen Dingsbums, ihr wisst schon. Sieht nicht so aus. Wär's mit. Achso, die Geode wollte ich, ne? Ist der Geode schon mal nicht? Öl macht da was. CO2. Eine Übersicht wäre nicht schlecht für das Ganze. Das war klar. Ja gut, dann kannst du auch drinnen lassen. So, das haben wir alles schon mal ausprobiert, glaube ich. Ne? Die Panels und so machen wir jetzt auch mal kurz weg. Dann haben wir dem Schimmelgläs nicht mehr Platz im Inventar. Okay, das, die 7 Pack-Dots sind jetzt auch nicht so der Renner. Panels, sortieren. Weg, Fenster. Panel, Glas. Weg. Beehives lassen, wo es ist. Ornament darüber. Good Iron muss jetzt nicht hier sein. Ist mir aber auch. Von halbieren hat keiner was gesagt. Schleim. Dann. Dann.
dam, dam. Dam, 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 dam. Okay, mal da. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Achso, Eis wollte ich noch. Das können wir nochmal machen. Lass die Tür offen! Steht ja in meiner Suppe rum. Fällt mir ein. Was gibt's beim Eis? Das können wir auch immer nehmen. Und ich nehme schon ab. Wasser. Mhm. Aus 50 Eis macht er ein Wasser. Ich glaube, das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Was, ach ne, warte mal, die brauchen wir noch wegen Fackeln. Ja. So, mach weg hier. Ja, weg. Klappe halten. Verschwinden. Und oben die Kiste. Fangt ja nicht an, was aus meinen Kisten zu nehmen, ihr Schweine und ihr Miesen. Halt, hatten wir es nicht gerade schon mal hier irgendwo? So. Das nehmen wir mit nach oben. Können wir dann da irgendwo rein. So. Noch irgendwas, was wir reinstopfen können, die Rode. Aber warum schützt man ein paar Arbeit halt? Macht doch nicht so einen Lärm hier. Ist ja. Seid ihr hier nicht zu Hause? So. Haben wir das Inventar fast aufgeräumt. Wäre zwar was für Offscreen und so, aber egal. Physician Ore Detector wollte ich. Tungsten war. Haben wir keine. Multi-Ore Detector, wenn noch was. Jetzt haben wir natürlich kein Modul dabei. Machen wir auch nochmal. So, Telefon, das sind wir alles gar nicht. Hier war noch irgendwo was, was aufgefallen ist, glaube ich. Egal, Upgrade. Advanced Plastic. Silk. Raus, Dings holen. Gucken, wie man das. Silk kriegen wir aus den Fibers raus. Jetzt weiß ich es wieder. Und wir wollten noch mal so ein komisches Dingsbums bauen. Wo? Hier, hier, hier. Holz, Holz. Haben wir noch Holz? Lasst mich. Ich weiß, Tenebraldor, was? Wie bescheuert oder was? Tiny Locker nicht, Tenebrium, Telebrium, bla bla bla, Shelly Poison, Mini-Fridge, bla, was, Mini-Fridge? Oh, zu tanksten, na super. Magma-Kabinett, auch nicht schlecht. Wooden Crate ist im Lab-Kabinett. Full Storage, auch nicht schlecht. Ich suche. Nein. Silk irgendwas, wo immer man das gebaut hat. Ich baue es ab und dann wissen wir es. Fertig. Geht eine ganze Nummer schneller. Hallo, ist alle sauer hier auf mich? Na ja, gut. Mouse Trap, okay. Das werden wir jetzt suchen. Hinstellen, danke. Geht schneller. Komme ich da eigentlich wieder hoch? Könnte klappen. Geht schneller. Was bin ich doch schlau? Moth Trap. M-O-T-H. Buchstabieren kriege ich ganz gut hin. Finde ich. Oder auch nicht. Ich hasse euch. Mach nicht nur mich zu ärgern. Moth Trap. Dann gehen wir runter zum Dienstbums. Ja, er hat die schon wieder zugemacht. Im Kindergarten. Moss Trap. Ich weiß, die ist nicht hier, aber ist egal. Gucken. Oh man, so viele tolle Sachen. Tungsten, Tungsten, Titanium, geht klar. Kommt das Raumschiff bald rein. Upgrading Table. Upgrading Station. Wollte ich eigentlich oder so, ne? Warum kann ich hier nirgendwo? Egal. Was wollte ich? Kann ich denn das Ding überhaupt herstellen, sag mal? Der tippt ja gar nicht. Ja, was brauchen wir dafür?
Wieso brauche ich dafür drei Tungstenbars? Ich hasse euch. Ich hasse euch, Dorf. So, ein Silk haben wir. Das reicht uns nicht. Silk Fiber. Los, mach. Wirk deine Magie. Super. Ich weiß nicht. Nee, davon nerv ich die gar nicht erst. So, weg. Das ist mir die Animation ja nicht mehr wert hier noch. Ah, dann werden wir wohl damit leben müssen. Was gab's? Oh, Research geschehen. Was Inventar leer machen und dann mal gucken, was es so alles Schönes gibt. Chest. Das wird hier nicht dekoriert, jetzt wird nur geguckt, was wir brauchen können, um zu verpacken. Es hängt schon ganz gewaltig, vielleicht sollte ich wirklich mal neu starten. Für dich brauchen wir. Ja, gut. Also wir sind kurz davor, alles auf die nächste Stufe zu bringen. Aber wirklich nur ganz kurz davor. Beim einen mehr, beim anderen weniger offensichtlich. Titanium ist eben immer eine Grundvoraussetzung. Das macht es nicht unbedingt sympathisch, aber gut. Cave Detector. Tool Upgrade Station. Wo gibt's die denn eigentlich? Falsche Etage, macht die Tür auf. Ich meine, wir können jetzt theoretisch das Zeug mitnehmen und in die Science Station gehen. Wäre auch mal unterhaltsam. Silk. Können wir leider nicht herstellen, sonst wäre das Problem viel einfacher. Okay, wir brauchen Science Plastics. Entweder das oder... Sulfur, Korn, das suche ich Korn erst. Alien Juice hatten wir im Raumschiff nicht, schade. Water, das haben wir auch nicht. So nah dran und dann doch so weit weg. Schade. Ja, weg hier. Diving Mask, was? Nein. Ernst Plastik. Die zwei Dinger. Und dafür fehlt uns Silk. Das ist unglaublich. Eins. Eins und wir hätten es. Ein Silk. Silk! Leute. Wegen eben Teil. Was hängst du dort? Ist mir egal. Also Strom braucht, macht jetzt sowieso keinen Sinn. Außer wir würden das hier herstellen. Aber weit bin ich jetzt ohne hier. So verzweifelt bin ich nie, dass ich die Umwelt verpusten muss hier. Das ist alles wurscht. Geh weg hier. So, und dafür brauchen wir Titanium. Na gut, dann werden wir den ganzen Mist jetzt mal hier. Ob wir es wollen oder nicht. Ein Duchteln hier. Zack. Großer Sand, Diamanten. Ram. Copperwire. Plastikpolymer. Und der Rest kann dann wohin gehört. Jeweils, je nachdem, wie man es nimmt. So, eins, das nehme ich, das. Silk ist, nee, kommt unten hin. Organische Materie unten. Eigentlich sogar hier mit hinteilen. Aber egal. So, dann werden wir den ganzen Mist wegräumen und dann machen wir uns auf zum neuen Planeten. Zack. Ach, das kommt oben hin. Entschuldigung. So. Ich weiß, das dauert alles ein bisschen, aber es macht dann irgendwann Sinn. Das kommt jetzt hier mit rein. Fertig.
Nee, das war biologischer Krempel. Den haben wir zwar hier irgendwo schon in anderen Kisten mit drin und oben im Raumschiff wahrscheinlich auch noch, aber naja, gut. Ich kann nicht für alles eine eigene... Ja, danke. Für alles eine eigene Kiste machen. Haben wir was vergessen? Die Empty Bottles können wir auch weg. Nämlich in die Truhe, wo auch Glas und Co. rein ist. Also hier rein. Zack. Problem gelöst. Und die anderen, die Fläschelchen mit dem ganzen CO-Dingsbums, kommen da oben hin. Wo kein Platz ist, genau. Es ist zwar nicht der beste Ort, um CO2 aufzubewahren, aber egal. Zumindest wissen wir, wo es ist. Und deswegen macht man eigentlich ein Item-System, damit man die ganze Schose in die machen muss. So. Was ich wahrscheinlich offscreen immer austesten werde. Ja, ja, bababab. Du mich auch. Oh, das Fuel, komm rein, zack, Raumschiff, so. Jetzt werden wir noch immer ernten gehen, damit wir jetzt nicht an Ernährungsproblemen leiden. Und wenn ich sage ernten, meine ich wirklich ernten und nicht noch 20 was bauen. Immer bitte offen, mir irgendwas ins Inventar reinzahlen. Egal. Und immer so viel Korn. Hier, macht ein paar Kartoffeln hin. Dankeschön. Na, was haben wir denn schönes? Hopsen. Hopfen. Ne, ihr wisst, was gemeint ist. Hopsen. Ja, es ist schon spät gefühlt. Ich hab den ganzen Tag noch nichts gegessen. Macht euch über jemand anderen lustig. Ich habe das Stück Kuchen noch vor mir. Apropos. Ich wollte die Kaffeebohnen sparen, glaube ich, ne? Egal. Warum wüsste ich zwar nicht, aber ich wollte. Excellent Biofuel. Ausgezeichnet. Hat seinen Auftrag schon erfüllt. In dem Fall. Nein, ich renne jetzt nicht mehr, nur der leckt mich. So, dreimal Kakao. Nein, ich werde. Schluss jetzt. Das ist ja wirklich zum Mäusemelken hier. So, Kakao, Dingsbums. Wollte ich Kakao? Nee, ich wollte eigentlich Kaffee, ne? Egal. Macht dir nichts. Ihr wächst hier noch ein bisschen. Er wächst, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr da oben geht mir am Arsch vorbei. Das ist mir auch ziemlich wurscht. Das da unten wird niemals wachsen. Auf der anderen Seite haben wir die Kristalle, die interessieren uns nicht. Also auf der anderen Siedlung, ne? Biofuel. Ja, ja, ich kann bestimmt ganz viel damit machen, aber das ist mir egal. Carrot Seeds, das sehen wir jetzt auch, ne? Irgendwas hochwichtig, interessantes, ne? Biofuel ist zwar praktisch, aber gut, lassen wir das. So, schnell was zu essen gemacht. Immer schön zu wissen. Cinnamon, jawohl. Oh Gott, was ist denn mit der Saat in Ruhe? Als ob ich jetzt hier einen Großvorrat Zimt brauchen würde. Nein, die Saat bitte. Wenn man die lange genug stehen lässt, wächst, glaube ich, automatisch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Oh, Hive-Block haben wir, Tungsten brauchen nicht. Gut, Problem gelöst. Könnten wir also schon mal... Du hast hier das Lego. Ja, komm. Wir wollen erstmal jetzt ernten und so. Ihr wisst Bescheid. Jetzt kommt jede Menge Weizen. Und die Plantfibers nehmen wir gleich mal mit. Kann man immer gebrauchen. Cinnamon. Danke. Kartoffeln. Kartoffeln, Zwiebeln, Mehrung. Mach ja seit Netze, die ihr gar nicht kennen könnt, ne? Nee, jetzt nicht. Also die Flüssigkeiten müsste ich vielleicht noch mal irgendwann ablegen gehen. Und zwar vorzugsweise nicht im Bett. Egal, ob das jetzt die passende Truhe ist oder ne. Wir machen das jetzt so. Die Truhe können wir oben noch irgendwo hinstellen. Wie es schön aussieht. Und Truhe ist. Kein Platz, gut. Also hat sich das Thema erledigt. Hier hin. So. Thorium kommt ins Raumschiff. Was bist du?
Ja, von mir aus. Wait a second. Fuel source, okay, bla bla. Fuel source, fuels, alles Fuel source. If in doubt, Fuel source. Können wir eigentlich schon irgendwas anderes Wichtiges? Sticky Notepad interessiert mich gar nicht. Primitive Shield interessiert mich erst wie 24. Mai. Den haben wir mittlerweile. Wieso konnten wir den eher? Ich habe keine Ahnung. Hab ich irgendwo mal sehen? Bin ich so bekloppt? Keine Antwort. Und früher konnte man hier doch noch. Ah, hier, Salde. Ave Caesar. Der du von Weitem. Wir brauchen es doch sowieso. Danke. Den Hopfen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wieso habe ich den hier? Entschuldigt. Geht gleich los. Ihr wisst ja, wie das ist. Man muss ja nicht immer alles offscreen. Ist mir egal. Weg damit. Später. Popcorn, Kaffee. Wir haben jetzt alles. Achso, den Kartoffeln können wir noch irgendwo gewinnbringend unterbringen. So, fertig. Und jetzt gehen wir hoch ins Raumschiff, sonst kriege ich einen Anfall. Ich habe jetzt lange genug hier gewartet, ne? Und ihr auch. Ah ja, Relocator könnten wir noch. Da können wir Viecher. Tool Upgrade Station. Ja, dazu müssten wir erstmal eine haben. Die können wir wahrscheinlich noch gar nicht machen. Ach, und das Schild habe ich auch. Nur muss nebenbei. Ich habe jetzt ein Schild. Gut für eine Einhandwaffe. Das Auge ist leider Zweihand. Wir werden sehen, wie wir das machen. Ich hebe ihn auf jeden Fall mal auf und nehme ihn mit. Und nun ist Schluss, jetzt gehen wir ins Raumschiff. Und ja, ich springe grundsätzlich in die Luft dabei. Das ist die Freude. Katze. Verrecken soll ich so Mistvieh. Alles deine Schuld. So. Und wie unequippt man? Wäre mal meine Frage. Vielleicht erfahren wir es hier. Die haben alle durch, schön. Hydrogen. Haben wir alle schon gemacht. Wollten ja von mir. Pass auf die Hand, dann sind wir hier nicht. Bone Spear und die Anvil, bla bla. Vielleicht schon, okay. Amateur Anzeugs, okay, klar. So. Hör zu. Wir hatten einmal eine einzelne Flagge, ne? Zwei haben wir schon noch. Braucht kein Mensch. Auf welchem Planeten sind wir? Was ist das für einer? Was bist du denn? Shredna und Unexplored. Hinder. Hin und her fliegen im System können wir mal. Aber solange die da sind, will ich das wissen. Und jetzt können sie nicht wegfliegen, weil wir hier sind. Also nochmal kurz den Max Hablet. Und wie viel Fuel hast du? Null. Null ist immer ziemlich wenig. Das nimmst du nicht, okay. Nimmst du das? Auch nicht. Power Course, warte mal. Haben wir nicht so einen? Das Teleporter Core. Okay. Haben wir sonst noch? Puh, okay. Scheiß Katze. Scheiß beschmissen Inventar voll hier. Dann müssen wir mal Oma aufräumen irgendwann. Nimmst du Kristalle, sag mal? Das wäre jetzt der Hammer. Dann würde ich mir um das Thema weniger Sorgen machen. Isotope, die sind natürlich auf dem Planeten und nicht Idiot. Mac-Fuel, ist klar. Was, Cat? Ich guck mal, ich kann meine Katze da rein. Steht hier eindeutig. Verstehe nicht, wo das Problem ist. Ja, mit null Fuel kommen wir leider auch nirgendwo hin. Okay, dann lassen wir die Station mal Station sein. Was gab's hier? Ohne Tungsten, du hast die, interessiert mich das jetzt gar nicht mehr. Tungsten ist okay. Thorium, Titanium, Neptunium, Silber, Uranium. Schöne Energiequelle, aber... Nee, kein Dura-Dingsbums. Tungsten, Durastil und Titanium brauchen wir. Puh, Desert.
Waren wir da nicht schon? Ein paar Mal. View, wir sind halt von einem Planeten, ne? Ein neues Planetensystem. Gibt es überhaupt nicht, was interessieren kann? Können wir direkt zur Sonne? Da ist da bestimmt was. Low, nein. Jetzt nicht. Was gibt's hier? Avian Pyramid, nein. Ach, raus hier. Nächste. Was gibt's hier? Temperate Star. Oho. Na denn, auf. Jump. Solange wir noch ein bisschen Fuel haben, geht's. Und dann werden wir uns mal überlegen müssen, wo der verdammte Planet war mit dem... Ihr wisst schon. Nein, ich werde nicht mit Esther reden, egal was die von mir will. Das machen wir jetzt nicht. Wir sind bei 35 Minuten und ich sage, dieses System gucken wir uns ein andermal an. Ciao. Dreckskatze. Xenot.